So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Dieses Mal eins meiner Lieblingsdecks und gleichzeitig auch mein allererstes Legacy-Deck, das ich jetzt wieder besitze. Großartig. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Viele von euch werden es kennen. Es ist ein Klassiker. Damals war es ein billiges Einsteiger-Deck. Heute eher nicht so. Die Rede ist von Dredge. Gucken wir uns Dredge mal an. Fangen wir mit der Mana-Basis an. Wie immer, wir haben drei Gemstone Mine. Gemstone Mine, richtig coole Karte. Einfach nur, weil sie halt mit drei Marken ins Spiel kommt und danach dreimal beliebig farbiges Mana macht, bis die Mine halt leergeräumt ist. Ah, wunderschön. Meistens kommt man gar nicht dazu, die leer zu räumen. Vorher hat man entweder gewonnen oder verloren. Dann spielen wir eine City of Brass. Wenn sie getappt wird, kriegen wir einen Schaden. Und dafür kriegen wir auch Mana beliebiger Farbe. Und wir spielen vier Mana Confluence. Mana Confluence ist so, dass man sie tappt, bezahlt einen Lebenspunkt mit Mana beliebiger Farbe. Jetzt mag man sich denken, ey, ist ja fast gleich. Ja, nein. Durch die Karte Reshardenport, die eben Länder portet, beziehungsweise wegtappt halt, kriegen wir halt bei City of Brass Damage und bei Mana Confluence nicht. Ja, das sind so ganz kleine Sachen, auf die man achtet. Das ist halt Tournament Player Style. Dann spiele ich ganz normal die vier Cephaliden Colosseum. Die tappen für ein blaues und wir kriegen einen Damage. Und wenn wir Threshold haben, also sieben oder mehr Karten in so unserem Friedhof, können wir die für ein blaues tappen, opfern und einen Spieler unserer Wahl, meistens wir, drei Karten ziehen lassen und drei Karten wieder abwerfen lassen. Ich habe damit tatsächlich neulich einen Doomsday-Spieler auch etwas off-guard erwischt, dass ich ihn auch ziehen lassen konnte. Aber ja, das passiert sehr, sehr selten. Und ich spiele noch ein einzelnes Fiery Islet. Tappen für ein blaues oder rotes, wir kriegen einen Damage. Und wir können das für ein Mana tappen, opfern, um eine Karte zu ziehen. Ähnlich wie halt hier auch die Cephaliden Colosseum, praktisch das fünfte etwas schlechtere Cephaliden Colosseum. Das ist die Mana-Basis, sehr Rainbow-lastig, weil wir Five Color spielen. Eigentlich spielen wir gar keine Farbe, aber das ist was anderes. Gehen wir mal über zu dem wichtigsten in diesem Deck, und zwar die Kreaturen. Und da fangen wir mit den wichtigsten Kreaturen an, den Dredge-Kreaturen. Und zwar haben wir vier Golgari-Grab-Trolle. 5 Mana 0/0. Wenn sie ins Spielfeld kommen, kriegen sie eine +1/+1 Marke für jede Kreatur, die in dem Friedhof ist. Also in jedem eurem Friedhof. Und für einen Mana könnt ihr einen Marke runternehmen und den regenerieren. Das ist relativ uninteressant in diesem Deck. Anders als die Manaless Dredge-Version, die daraus ein Combo-Piece baut, bauen wir daraus kein Combo-Piece, sondern haben ihn praktisch nur wegen dem Dredge 6 drin. Dredge bedeutet, statt die Karte zu ziehen, können wir 6 Karten von unserem Deck in unseren Friedhof legen, wenn diese Karte in den Friedhof liegt, und können sie dann aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Das heißt, wir ziehen fest diese Karte. Damals eine ganz nette Idee, haben sie ganz schnell bereut, dass sie das gedruckt haben, und steht auch mittlerweile auf dieser Storm Never Print Again Liste. Dann haben wir Dankwid Imp. 3 Mana, 1/2 fliegend, und wenn der Kreatur Schaden zufügt, wird die Kreatur zerstört. Stattdessen Death Touch also. Und Dredge 5. Eigentlich, wie gesagt, auch hier nur interessant für Dredge 5. Ähnlich der nächste Kandidat, der Golgari Thug. Golgari Thug, 2 Mana 1/1. Wenn er stirbt, legen wir eine Karte von unserem Friedhof oben auf unser Deck. Das kann mal passieren, weil er eben nur 2 Mana kostet. Und er hat eben Dredge 4 und ist damit der schwächste Dredger, den wir spielen. So, die tun wir mal beiseite und gucken uns mal die richtigen Kreaturen an. Wir haben einen Hoggak. 7 Mana 8/8, legendäre Kreatur, kann nicht für Mana bezahlt werden. Also die Mana-Kosten können nicht mit Mana bezahlt werden. Und er hat Convoke and Delve. Bedeutet, wir müssen mindestens 5 Karten aus unserem Friedhof entfernen oder maximal 5 Karten aus unserem Friedhof entfernen, um farblos günstiger zu machen. Und wir können beliebig viele Kreaturen tappen, um eben farbiges oder farbloses Mana zu bezahlen. Und das Coole daran ist, wir können ihn aus dem Friedhof spielen und er hat Trampel. Heißt, wenn wir ein paar Zombies auf dem Feld haben oder Kreaturen im Feld haben, können wir die tappen, können Hoggak aus dem Friedhof wieder beschwören. Immer und immer und immer und immer wieder. Sehr, sehr coole Adaption zu dem Deck. Dann haben wir noch als Enabler die Putridims. 2 Stück. 1 Mana 1/1 fliegend. Wir können eine Karte abwerfen und dem Fliegen geben. Das ist meistens irrelevant. Und Threshold, wenn wir 7 oder mehr Karten im Friedhof haben, kriegt der +1/+1 und kann nicht mehr blocken. Das ist auch relativ irrelevant. Es ist wirklich nur wichtig, dass wir einfach diese Dredge-Kreaturen aus unserer Hand in den Friedhof abwerfen können. Wenn wir den in der ersten Runde spielen, das ist schon ziemlich mächtig, ziemlich gut. Ähnlich versuchen wir natürlich irgendwie auch Value draus zu bekommen aus anderen Karten, die wir dredgen. Und da haben wir einmal, beziehungsweise viermal, den Ichurid. 4 Mana 3/1 Eile. Der wird am Ende des Zuges geopfert.
Und zu Beginn eures Versorgungssegments könnt ihr eine schwarze Kreatur aus eurem Friedhof exilen. Also entweder so ein Dredger, so ein Stinkweed, Putrid Imp oder sonstige Sachen. Dann könnt ihr diese Karte aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Das heißt, nicht nur habt ihr einen 3-1 Agro-Typen, der immer wieder zuhaut. Am Ende des Zuges stirbt diese Kreatur auch noch. Und das bringt uns weiteren Vorteil, wie wir nachher sehen werden. So, dann haben wir natürlich... Die musste natürlich sein. Viermal Nakamöbe, zweimal eine 1-1 fliegend. Wenn sie vom Deck auf den Friedhof geht, kriegen wir sie ins Spiel. Dredgen ist von Deck auf Friedhof, somit können wir die relativ gut ins Spiel bringen. Und wir spielen noch 3 Street Raves. Ich habe mich für 3 entschieden, weil ich tatsächlich so ein bisschen auch die Putrims noch reinsneaken wollte. Und diese Karten sind 5 Mana 3-4 mit Swampwalk, aber eigentlich ist es so, dass wir sie einfach für 2 Leben cyclen. Cyclen, wir werfen sie aus der Hand ab. Ziehen eine Karte. Karten ziehen heißt, wir können dredgen. Diese Karte lässt uns nicht nur um Sideboard Surgical herumspielen, sondern auch wirklich, wirklich sehr aggressive Turns machen. Sehr, sehr coole und auch wichtige Karte, wenn sie auch dreckig ist. Genau, das sind die Kreaturen, die Enabler, die wir benutzen wollen, was wir damit machen wollen. Das sind die Dredger, das sind die Länder. Kommen wir zu den Spells. Bei den Spells möchte ich anfangen mit meiner Meinung nach der wichtigsten Karte, Bridge from Below. Bridge from Below ist ein 3 schwarzes Mana Verzauberung, die auf dem Feld nichts tut. Allerdings kriegen wir immer, wenn sie im Friedhof liegt und bei uns eine Nicht-Token-Kreatur stirbt, einen 2-2 schwarzen Zombie. Das bedeutet, wir können damit auch Hogak wiederholen, weil wir brauchen dann 2 schwarze Zombies, können dann halt Hogak wiederholen, können den irgendwie wieder wegopfern, kriegen dann wieder 2 Zombies, können den wiederholen. Großartige Interaktion, so funktioniert das ganze Hogak-Deck. Wozu ich auch schon Deck gemacht habe. Hier ist ja einfach nur unterstützend drin. Und ja, wenn mit dem Gegner eine Kreatur in den Friedhof geht, gehen die Bridges aus dem Friedhof ins Exil. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Sehr, sehr mächtig, lässt uns eine Menge Tokens generieren. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Fast Mana, und zwar die Karte, die das Deck halt leider Gottes sehr, sehr teuer macht. Es gibt auch LED-Less-Listen, aber die finde ich halt nicht gut. Und es gibt auch Mana-Less-Listen, die zeige ich euch vielleicht nochmal, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber hier haben wir Lion's Eye Diamond. 0 Mana-Artefakt, tappen, opfern, Hand abwerfen, man kriegt 3 Mana beliebiger Farbe. Wichtig, wir können unsere Hand abwerfen, wir können das Mana benutzen, um eben hier sowas wie Cephaliden Colosseum, Fiery Islet oder die nächste Karte, die ich euch zeige, zu benutzen. Und das ist so gut. Denn die nächste Karte, die wir haben, ist eine, Achtung, die wird hässlich, Faithless Looting. Ja, ich habe das Artwork mit Absicht gewählt, weil es einen anderen Rand hat. Ich versuche aktuell das Deck ein bisschen zu verbessern, indem ich Karten, die ich aus dem Friedhof spielen selber kann, in andere Rahmen zu versetzen, damit ich sie besser sehe. Das war einer der Kompromisse, die ich machen musste. Ein Mana, wir ziehen 2 Karten, werfen 2 Karten ab mit Flashback. Bedeutet, wir können für ein rotes und Lion's Eye Diamond, können wir Lion's Eye Diamond spielen, können Faithless Looting spielen, auf den Spell davon können wir unsere Hand abwerfen, 3 rote Mana bekommen, 2-mal dredgen, danach 2 Dredger abwerfen, im Bestfall natürlich, und können dann für das 3 rote Mana Faithless Looting nochmal flashbacken und haben in der ersten Runde 4-mal gedredged, ohne halt, dass wir einen Card Draw gehabt haben für unseren Turn. Großartige Karte. Und auch hier, wie ich die ganze Zeit schon, möchten wir mehr davon spielen. Deswegen spielen wir die nächst schlechtere Karte. Sorgfältige Studien. Careful Study. 1 blaues Mana, wir ziehen 2 Karten und werfen dann 2 Karten ab. Hat halt kein Flashback, aber muss halt auch sein. Die Karte, die so ein bisschen der Breakthrough ist, haha, Wortwitz, ist die Karte Breakthrough. Weil im Normalfall, wenn ihr die spielt für ein blaues und ein Lion's Eye Diamond habt und 1-2 Dredger und dann eben 4 Karten zieht, also die Karte macht für ein blaues und X, wir ziehen 4 Karten, wählen dann X-Karten aus unserer Hand ab und werfen den Rest ab, ist halt irrelevant, weil wir wollen eh keine Handkarten haben. Wir spielen Breakthrough, wir knacken Lion's Eye Diamond für rote, wir dredgen 4-mal, finden ein Faithless Looting, im Normalfall findet man dann noch ein Faithless Looting, wenn das Deck gut durchgemischt ist und kann dann weitergehen. Das ist, also die Karte ist halt super, super strong. Man kann sie halt aber nicht irgendwie nach dem Sideboarden probieren, benutzen, um eben Antworten auf Sachen zu finden, weshalb sie eben nur 3-mal gespielt wird. Und die letzte Karte, die wir haben, eine Art Sack-Outlet, damit wir überhaupt anfangen können, da irgendwie kombomäßig was Leute umzurennen. Cabal Therapy. 1 schwarzes Mana. Wir können eine Nicht-Landkarte nähern, also namentlich benennen, wählen dann einen Spieler aus, also uns oder den Gegner, und dieser Spieler zeigt seine Hand offen vor und muss alle mit diesem Namen abwerfen. Man kann sich selber wählen und Dredger ansagen, man kann den Gegner wählen und Force of Will, Surgical, Rest in Peace, alles mögliche anzusagen. Und das Coole daran ist, wir können sie einfach flashbacken, indem wir aus dem Friedhof, also wenn sie im Friedhof liegt, eine Kreatur opfern vom Feld und sie dann eben spielen. Das bringt mit Hogak halt auch ein paar Zombies mit rein, also wenn wir Bridge haben, und lässt uns halt eine ziemlich krasse, große
Armee aufbauen. So ist dieses Deck halt relativ konstant. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit Dread Return im Mainboard spielt. Dread Return sehen wir nachher noch. Ich habe es im Sideboard und das tut mir ein bisschen weh, weil ich habe sie noch nie im Sideboard gehabt eigentlich. Aber das hier ist aktuell halt die konstante Liste, die nicht so explosive Liste. Und die Liste, die am meisten gespielt wird. Deswegen zeige ich sie euch. Und ja, apropos Sideboard. Gucken wir uns mal das Sideboard an. Wie gerade eben gesagt, spielen wir ein Dread Return im Sideboard. Diese 4-Mana-Karte werden wir niemals hardcasten. Habe ich noch nie gemacht. Und mit ihr können wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Wir können die auch Flashback, indem wir 3 Kreaturen opfern. Das sind dann meistens Nakamöben, Ichuriz oder ähnliche Karten. Und es sorgt halt dafür, dass wir dann eine Kreatur aus dem Friedhof wiederholen. Hin und wieder mal nimmt man dann eben einen Flamekin Zealot. Ich liebe ihn. Großartiger Karte. Aber es ist halt diese Agro-Version, die aktuell nicht stark genug ist. Leider, leider Gottes. Und dementsprechend spielen wir den hier nicht. Wir spielen einen Ashen Rider. Ist einfach eine 8-Mana 5-5-Kreatur mit Fliegend. Und wenn sie ins Spiel kommt oder stirbt, also im Feld auf dem Friedhof geht, exilen wir ein Permanentes. Das ist halt super stark gegen Show and Tell. Und es ist ein gutes Reanimationstarget für uns, wenn wir den reanimieren möchten. Um sowas wie Ensnaring Bridge oder andere Sachen loszuwerden, durch die wir nicht angreifen können. Sehr, sehr mächtiges Tool, aber halt auch sehr, sehr teuer. Ebenfalls mächtig, wenn wir ein bisschen mehr Grind-Game, sage ich mal, haben möchten, können wir den Ox of Agonos spielen. Agonos, der Ochse ist 5 Mana 4-2, wenn er ins Spielfeld kommt, werfen wir unsere Hand ab. Oh mein Gott, wie schlimm. Und ziehen danach 3 Karten. Also dredgen wir eine Menge. Und er hat Escape. Bedeutet, für 2 rote Mana und 8 Karten aus unserem Friedhof exilen, was auch nicht so schwierig ist, können wir den aus unserem Friedhof immer wieder casten. Dazu bekommt er noch eine +1/+1 Marke. Das ist nicht so relevant. Aber eben dieses Discard Draw 3 Cards ist super, super stark. Und da man ihn halt immer wieder für 2 rote Mana spielen kann, wenn man das Mana hat, ist das sehr, sehr mächtig. Und eben, wenn der Gegner ihn nicht beantworten kann, sehr schnell rum. Ja, manche Matchups wollen wir ein bisschen Geschwindigkeit haben oder eben schauen, dass man schneller vorankommt. Das sind die Matchups, in denen man Lotus Petal, also weiteres Fast Mana, boarden kann. Hier ist es halt so, dass man dann das Lotus Petal opfert, um Mana zu bekommen, um eben Geschwindigkeit aufzubauen. Muss ich nicht viel zu sagen. Das ist ganz, ganz nützlich, das Teil. Und dann spielen wir noch die Karten, die ein Deck covern, das schneller ist als wir. Und zwar 4 Leyline of the Void, weil wir können gegen Reanimate nicht so viel machen. Dementsprechend ist das da ganz gut aufgehoben. Auch andere Decks kann man damit ein bisschen rausnehmen, wie aktuell die UR-Delver-Listen. Und dementsprechend kann man die halt hin und wieder mal einfach boarden. Und wichtige Interaktion, wenn man sie am Feld hat und der Gegner verliert eine Kreatur, gehen unsere Brücken nicht aus dem Spiel. Weil unsere Brücken eben im Friedhof liegen und beim Gegner aber keine Karte in seinen Friedhof geht, sondern sie eben ins Exil geht. Was sehr, sehr cool ist, damit wir nicht so viel unsere Brücken verlieren in manchen Matchups. Und unser Deck ist halt ein Graveshot-Deck und wir sind super anfällig gegen Graveshot-Hate-Karten. Dementsprechend spielen wir. Doppelpunkt. 2 Nature's Claim. 1 grünes Mana, wir zerstören Artefakt oder Verzauberung und kriegen 4 Leben. Also der Gegner kriegt 4 Leben, weil wir zerstören vom Gegner. So ist es richtig. 1 Ray of Revelation, ein weißes, ein farbloses. Wir zerstören Enchantment für Flashback für ein grünes. Auch hier auch schon gegen Mono Red Prison gespielt mit Lotus Petal, einfach nur um das Grüne zu bezahlen. Auch hier relativ wichtig. Und dazu dann noch 3 Chain of Vapor. Ein blaues Mana, wir bringen ein Nicht-Land-Permanentes zurück auf die Hand und der Beherrscher darf ein Land opfern und darf das Ding zurückwerfen. Und wir dürfen das dann nochmal machen, wenn wir ein Land opfern. Das passiert sehr, sehr selten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Karte zu spielen, die entweder eine Verzauberung oder eine Kreatur bounced. Ich finde es halt wichtig, dass es auch Artefakte bounced. Nicht nur Nature's Claim, sondern halt das auch. Und deswegen mag ich diese Karte lieber und deswegen bleibe ich bei Chain of Vapor. Das ist das Sideboard. Eine Menge Anti-Gravedirt, ein bisschen was gegen Anti-Gravedirt vom Gegner und ein bisschen was Anpassung an 1-2 Matchups. Das Deck ist sehr, 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 sehr cool. Aber das hören wir jetzt gleich, wenn wir zum Deck-Talk gehen. Ja, Deck-Talk zu Dredge. Ich liebe das Deck. Es ist kein Deck, das man als einzelnes Deck spielt und das jahrelang spielt und super viel immer wieder Spaß dran hat, weil man fällt halt manchmal zu einer Leyline of the Void. Oder man fällt zu einem Rest in Peace, wenn man keine Antwort findet. Das Deck ist nicht konstant. Aber das Deck ist witzig, das Deck macht Spaß. Es spielt kein richtiges Magic, weil es spielt praktisch alles, was Magic nicht spielen sollte. Und zwar benutzt ihr nur Karten ziehen als Referenz für einen Replacement-Effekt. Und ja, egal. Super, super witzig. Das Deck, wie gesagt, es ist leider aktuell ein bisschen teuer wegen Lion's Eye Diamond. Wie gesagt, es gibt auch Lion's Eye Diamond Less, also LED-Less-Version. Davon werde ich euch keine vorstellen. Ihr braucht auch gar nicht in den Kommentaren fragen, weil das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich weiß auch nicht, ob sie aktuell überhaupt spielbar und gut ist. Dementsprechend möchte ich da keine falschen Hoffnungen wecken. Festes Looting,
eine der besten Karten dieses Decks, alleine mit der Interaktion mit Lion's Eye Diamond. Ebenfalls wie hier die gute Cephalidin Colosseum. Das gute Cephalidin Colosseum. Auch hier super, super stark mit Draw 3 und Hoggak. Hoggak ist in dem Deck einfach großartig gut. Und ja, es ist ein cooles Deck. Ich mag das Deck. Aber wenn ihr auf ein konstantes oder kontrolllastiges oder auf ein Deck, was Antworten hat, hinarbeitet, ist Dredge nichts bei euch. Dredge ist was für euch, wenn ihr ein Nischendeck spielen wollt, was völlig was anderes spielt als das, was Magic eigentlich mal gedacht hatte, was es sein sollte und einfach witzige Interaktionen hat. Dementsprechend hoffe ich, das Deck-Tag hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.